Der 9. Dezember und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Formel1.de Adventskalender 2021 und der Frage, wie kriegen wir die neuen relativ elegant in unseren Adventskalender rein? Vielleicht mit einer etwas schrägen Geschichte aus der jüngeren Historie der Formel 1. Wir nehmen einfach mal Sebastian Vettel. Du kennst Sebastian Vettel als jüngster Polesetter der Formel 1 Geschichte oder auch als jüngster Weltmeister, aber da gibt's noch einen speziellen Rekord, auf den ist er vielleicht nicht unbedingt stolz, aber vielleicht kann er heute rückblickend darüber lachen. Gehen wir also zurück ins Jahr 2006 zum Beginn der Formel 1 Karriere von Sebastian Vettel. Du erinnerst dich vielleicht noch ganz am Anfang, war Sebastian Vettel kein Red Bull Fahrer oder nicht nur Red Bull Fahrer, sondern er war auch bei BMW unter Vertrag. Und beim BMW Sauber F1 Team damals hat er seine erste Chance gekriegt, überhaupt an dem Grand Prix Wochenende zu fahren. Das war 2006 in der Türkei, da ist Vettel als sogenannter Freitagsfahrer am Freitag das erste freie Training und das zweite freie Training gefahren. Ja, und die Karriere von Sebastian Vettel an einem Rennwochenende der Formel 1, die war noch recht jung. Er ist also gerade aus der Boxengasse rausgefahren und noch bevor er überhaupt auf der Rennstrecke war, zack, hat er eine Strafe gekriegt. Ja, was war denn da überhaupt passiert? Die Antwort: 9 Sekunden nach dem Losfahren, und da sind wir bei dieser 9, die ich vorhin angekündigt habe, 9 Sekunden nach dem Losfahren wurde Sebastian Vettel in der Formel 1 Boxengasse geblitzt. Er war knapp 4,3 km/h zu schnell, das macht dann damals 800 Euro Strafe. Und Sebastian Vettel hält damit also den Rekord für den Formel 1 Fahrer, der nach der kürzesten Zeit nach dem Beginn seiner Formel 1 Karriere geblitzt wurde, beziehungsweise überhaupt eine Strafe gekriegt hat. Also das ist die Besonderheit, die Sebastian Vettel tatsächlich noch auszeichnet. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, es war nicht alles schlecht, was Sebastian Vettel damals gemacht hat, nämlich er hat im zweiten freien Training die Bestzeit erzielt für BMW damals und das war auch zugleich dann die Tagesbestzeit. Und wie es dann weiterging für Sebastian Vettel in der Formel 1 die nächsten Jahre, wissen wir ja, die waren dann doch relativ erfolgreich. Wie er mit Toro Rosso in Monza zum Sieg gefahren ist, dann zu Red Bull kam, Weltmeister wurde viermal in Serie und so weiter und so fort. Aber kommen wir nochmal zurück auf das Thema Strafen. Weil da gab es natürlich schon auch so ein paar kuriose Szenen in der Formel 1 Vergangenheit. Und wenn wir jetzt über Fehltritte, Regelverstöße oder vielleicht die ein oder andere Szene nachdenken, die vielleicht nicht so ganz ideal gelaufen ist, dann kommen wir irgendwann auf den Namen, ohne das Böse zu meinen, Pastor Maldonado. Auch er hat sich verdient gemacht in der Formel 1 Historie, vielleicht nicht unbedingt an dem Punkt, wo er sagt, da bin ich stolz drauf, aber Abu Dhabi 2011, das war schon ziemlich einmalig. Pastor Maldonado kam zu diesem Rennen, hat eine Strafe kassiert, bevor es überhaupt losging, weil der Motor gewechselt wurde in seinem Fahrzeug. Im Rennen hat er eine Strafe gekriegt, weil er blaue Flaggen missachtet hat. Und nach dem Rennen wurde er nochmal bestraft, wiederum für ein blaue Flaggenvergehen. Das heißt, Pastor Maldonado hat die zweifelhafte Ehre, dass er vor, während und nach einem Rennen bestraft wurde, und das hat auch schon Sonderwert und Sonderstellung in der Formel 1 Historie. Das war also heute mal ein kleiner Ausflug in die vielleicht nicht ganz so ruhmreiche Historie vom einen oder anderen Fahrer. Hoffe, du hattest auch da Spaß daran. Und natürlich, wenn du dich vielleicht noch ein bisschen mehr für Sebastian Vettel interessierst und vielleicht die ein oder andere Szene, die nicht ganz so toll war, empfehle ich dir unser Video zu den größten Kontroversen von Sebastian Vettel, solltest du dir unbedingt anschauen.